Wir haben jetzt alles zusammen. Und wie baut man denn jetzt dieses SIG-Rig zusammen? Und wie verwendet man das SIG-Rig? Wofür ist der Einsatz von dem neuen SIG-Rig? Also, bevor es losgeht, zum Karpfenteich gehen wir natürlich shoppen. Und wir brauchen natürlich die neuen verschiedenen Köder. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ähnlich wie Boilies ist dieser Schaum quasi dafür da, eben schön nach oben zu treiben und dementsprechend eine Lockwirkung zu haben. Hier haben wir zum Beispiel 4 verschiedene Größen. Ich habe auch schon ordentlich eingekauft und hier verschiedene Größen mir schon mal besorgt. Im Großen und Ganzen gehe ich hier erstmal relativ klein rein, denn man will ja erstmal testen, was alles so geht. Nächster Schritt ist, wir brauchen Vorfachsmaterial. Dafür gehen wir hier in die Rig-Komponenten und dort gehen wir hier auf, ja, die Vorfachsmaterialien. Und hier ist es jetzt ein bisschen anders als beim herkömmlichen Karpfenangeln. Denn sonst verwenden wir ja hier immer schön Braid. Verschiedene Farben. Farben sind ja bei den Vorfächern noch nicht relevant, sind noch nicht im Game implementiert, also dass die Farben eine Wirkung haben. Von daher sind die Farben eigentlich wurscht. Materialstärke ist interessant und Materialart. Das ist im Game drin. Das ist wichtig. Das müssen wir beachten. Beim Karpfenvorfachsmaterial Braid geflochten. Wir haben also eine weiche geflochtene Schnur, die zwar nicht transparent ist, aber sich super den Untergründen anpasst. Brauchen wir jetzt nicht. Beim SIG-Rig haben wir eine Monoschnur als Vorfachsmaterial. Absolut wichtig, Mono hat auch zusätzlich eine auftreibende Wirkung. Und wir wollen auftreibende Wirkung, denn bei dem SIG-Rig angeln wir in verschiedenen Wassertiefen. Das hier ist jetzt gerade die Karpfengrundtiefe. Hier haben wir die mittlere Tiefe oder ganz oben, das ist quasi das ganz hohe Angeln, also knapp unter der Wasseroberfläche. Wir angeln ja quasi Reverse-Posenangeln, also nicht mit der Pose von oben nach unten, sondern mit dem Blei und dem auftreibenden Köder von unten nach oben, also genau andersrum. Und so nutzen wir dann, wie gesagt, das SIG-Rig, also hier in Kombination mit Monoschnur. Habe ich mir jetzt auch schon gekauft und jetzt sind wir gut ausgerüstet und jetzt gehen wir erstmal zum Kupfersee. So, und wenn wir hier schon mal angekommen sind, jawollo, geht es direkt los hier. Wir suchen uns einfach mal eine kleine Stelle. Ich war noch gar nicht hier. Meine erste Aktion quasi jetzt hier. Kommt man hier durch überhaupt? Jawohl. Meine erste Aktion an dem Gewässer. Na guck mal, das sieht doch hier schon fast prädestiniert aus. Oder das hier, hör mal. Da müssen wir doch hin. Das sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir hier unsere Routen. Jetzt drücken wir natürlich noch erstmal N, gehen in die Vorfächer rein, gehen hier in die Feeder-Routen-Vorfächer und sehen jetzt hier eine riesen Auswahl an verschiedenen Längen. Und darauf kommt es an. Ja, es kommt auf die Länge an. Ja, ich weiß, viele wollen das nicht hören, aber das ist heute mal wichtig. Und vorher gucken wir aber noch, oben rechts in die Ecke, normale Wassertemperatur. Normale Wassertemperatur, was auch immer das heißt. So viel Infos haben wir noch nicht. Das müssen wir noch ausprobieren. Aber das werden wir in den nächsten Tagen ratzfatz rauskriegen. Dementsprechend würde ich sagen, also es ist weder warm, noch ist es kalt. Also halten die sich wahrscheinlich eher weiter unten auf. Oder so normal wahrscheinlich. Wobei, wenn die, nee, die halten sich wahrscheinlich mittig auf. Sagen wir einfach mal, normal ist mittig. Kalt, vielleicht gehen die dann eher an die Oberfläche, weil oben ist dann eher noch ein bisschen Sonne. Und wenn es zu warm ist, dann gehen die vielleicht ganz unten in den Keller, weil da ist es schön kühl. Also Vorfächer, Feederrouten, Vorfächer. Wir starten mal mit einer entspannten 80 cm, würde ich sagen. 80 cm. Wir nehmen hier natürlich jetzt den Werkstoff. Und zwar hier unten die Monoschnur, die spezielle. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit unterwegs mit ungefähr 18,1. Also ich werde diese Schnur hier hauptsächlich gerade mal verwenden. Zubehör, jetzt nehmen wir hier natürlich noch einen passenden Karabiner dazu. Nehmen wir mal hier den mit 21. Ja, das passt doch. Oh, danke. Ja, danke schön fürs Follow. Einfach mal direkt ins Video gemogelt. Perfekt.
Du kannst auch direkt noch ein Follow dalassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Dankeschön. Herstellen, anfertigen, 80 cm. So, das haben wir jetzt hier einmal hergestellt und jetzt variieren wir hier aber, weil wir wissen ja nicht genau, wo die sind, in welchen Tiefen. Das heißt, wir machen vielleicht nochmal eins auf 60 cm, machen wir mal ein bisschen größere Sprünge, auch nochmal herstellen. Und für die dritte Rute, so, machen wir nochmal eins mit einem Meter. Also, drei verschiedene Längen, drei verschiedene Vorfächer, so, und die verwenden wir jetzt hier, machen wir mal ein bisschen Licht, die verwenden wir jetzt hier an dem Rig. Können wir die irgendwie rauskriegen mit Mono in den Suchergebnis? Okay, wir fangen hier an mit 60 cm. Dann nehmen wir hier natürlich jetzt, ich mach mal, sollen wir künstlichen Mais mitnehmen? Ich mach mal nur den Foam, einfach. Ganz einfach, ganz simpel. Und weil es gerade dunkel ist, haben wir irgendwas, Limette, Bait, weißt du was, Orange, Black. Wir nehmen mal hier so ein Orange, Black in klein, ganz kleines Dingen. Und dazu nehmen wir nochmal einen Dip, nehmen wir einfach mal Orange, Black. Ja, da kannst du dir jetzt ja alles ausdenken, ne? Jetzt wird es ja wilder, ich nehme mal eine Erdbeere da drauf. Jetzt geht's halt los. Oh, guck mal, wie klein das war. Zweites Setup. Ähnlich zusammengebaut, also ganz normal hier jetzt die Winkelpicker mit der Evia. 18er Vorfach hier und dann kommt jetzt hier eben auch nochmal das nächste Rig auf 60 cm, nee, 80 cm und danach kommt 1 Meter und hier nehmen wir einfach mal das nächste, nehmen wir mal Yellow Black auf 18, okay, das ist ja schon deutlich größer, ich sollte auch irgendwas Kleines nehmen, 24er 8er hier, Black Fluoro, ja, das ist doch gut und da gehen wir mal auf die Ananas. Gehen wir mal erstmal ein bisschen fruchtig rein hier heute. Und dann haben wir hier nochmal das nächste Rig auf 1 Meter Länge. Eben raussuchen, wo ist es? 18,1, 1 Meter Länge, da ist es auch schon. Und auch hier suchen wir etwas raus, was nicht so groß ist. Nehmen wir einfach mal hier so einen grünen Ball und den nehmen wir hier mit frischem Gras oder Hanfsamen machen wir dazu. So, also drei verschiedene Varianten. Und man sieht das eben jetzt auch, hier unten bommelt der grüne Ball, der Foam. Und der ist halt jetzt im Abstand zum Blei ja relativ lang. Also Blei liegt am Grund und der Foam, der geht dann hoch und bommelt dann da oben rum. Im Idealfall testen wir natürlich jetzt vorher den Untergrund. Also mit so einer Markerroute den Untergrund abchecken. Was ist es für ein Untergrund? Das Blei anpassen an den Untergrund und dann natürlich auch den Köder quasi anpassen. Das heißt, wenn wir hier jetzt grasigen Untergrund haben, nehmen wir natürlich ein grünes Blei, ist ja ganz klar. Wir nehmen vielleicht so einen grünen Foam und lassen den über dem Gras schweben. Also machen den so ein bisschen länger, dass der über dem Gras vielleicht rumfliegt und dann raus damit. Also ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ich habe auch nichts angefüttert und ähnliches. Ich gehe mal hier grob auf einen Clip von 15 Meter und dann werfen wir mal das erste Mal aus. Passt sogar ziemlich genau. Bremse machen wir erstmal auf locker und dann, ja, dann steigt das hier gleich ab, die Party. Und im Idealfall könnten wir natürlich auch gleich noch unseren Rodpot verwenden, wenn wir ihn schon haben. Aber die Gewohnheit sagt, Alter, schmeiß raus die Routen. Ihr merkt das schon. Rodpot noch gar nicht aufgebaut, ey. So, und das nächste Ding auch, 15 Meter und raus damit. Und so geht das dann. Jetzt haben wir, wie gesagt, drei verschiedene Zonen. Wir haben die tiefe Zone, also wirklich eine Zone, wo es dann, wenn es wahrscheinlich ziemlich warm ist, aktiver ist. Wir haben diese mittlere Zone, normales Wetter gerade, seht ihr oben rechts in der Ecke. Und wir haben die obere Zone, wenn es kalt ist, wenn die Fische jegliche Sonnenstrahlen, jegliche Wärme vielleicht noch mitnehmen wollen, dann da testen und probieren. Jetzt muss ich gerade noch mal eben gucken, wo haben wir denn so einen Rodpot hier? Zubehör, da ist er. So, benutzen. Oh. Und jetzt können wir ihn hier hinstellen, guck mal. Guck, 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 so. Jawollo. Und jetzt legen wir ihn. Nee. Muss ich doch drauf gucken? Muss drauf gucken. Bin ich nicht so der Fan von.
Bin ich nicht der Fan von. Habe ich vor ein paar Tagen auch im Chat schon gesagt, im Livestream. Aber wir nutzen das einfach mal so. So auch. Können wir jetzt 2 drücken? Oh ja, okay, wenn es einmal drauf war, ist es drauf. Und wenn wir abstellen, ist es wieder auf. Okay, da bin ich doch wieder Fan wieder von. Das war nämlich die große Frage. Und da piept er ab und wir können die Sounds am Rodpod auch noch alle einstellen und sehen dann, ob was geht oder nicht. Ja, so geht's jetzt auf Karpfen. So bauen wir unser Setup auf und damit wir uns hier auch entspannt hinstellen können, wo ist der Zubehör, wo ist der Klappstuhl, hier ist er, benutzen, stellen wir jetzt auch noch hier unseren Klappstuhl daneben. Da war er. Na, richtige Posi finden. Zack. Und jetzt regenerieren wir. Ich hocke da gerade vor. Unten ist dieser Komfort, dieses Sonnenzeichen. Hinsetzen. Ah, ist das bequem, ihr Lümmels. Alter, nun chillen wir hier erstmal schön auf Karpfen. Ah, so geht das. Mit dem Karpfenangeln. Alter Falter, so geht es jetzt auf Kois. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir mega und hilft auch mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr. Petri.